Mailbag-Time, hier der Schuhkarton ist gerade angekommen und wenn wir den auseinandernehmen. Finder, ja, das kennt der ein oder andere wahrscheinlich. Das ist ein ziemlich bekannter Hersteller und ja, könnt ihr euch wahrscheinlich dann auch schon denken, worum es geht, wenn ihr die Marke kennt. Nämlich um Relais. Und schauen wir einfach mal, was wir hier bekommen haben. Wie man unschwer erkennen kann, das Ganze ist gebraucht. Aber, ja, Pinmail geschickt. Jede Menge Relais und zwar nicht irgendwelche, sondern auch noch relativ große. Wenn ich jetzt einmal da raus operiert bekomme, können wir uns das auch hier anschauen. Das ist nämlich ein Finder 55348-230-0040. Im Prinzip ist das hier ein Relais mit einer 230 Volt Spule und vier, wie wir hier sehen, vier Wechslern mit jeweils einer Umschaltkapazität von 7 Ampere bei 250 Volt. Das ist also ja, doch ein großes Relais. In diesem Fall sogar transparent. Kann man schön sehen, auch die ganzen RU und ja, gut. Die Sache ist, 230 Volt, darf ich auch gar nicht verbauen. Ja, kein Wunder. Hier sind verschiedene drin, das sind nicht nur 230 Volt Varianten. Ich meine, die drei hier sind 230 Volt und die anderen sind alle 24 Volt. Das sind die, die für mich dann interessanter sind. Und wenn wir hier aufmachen, jo, hier haben wir noch mehr von diesen Relais. Auch wieder, wenn wir von der Seite gucken. Das hier sind allerdings, ne, doch, 24 Volt in diesem Fall. Und der hat 5 Ampere bei 250 Volt, also ein bisschen weniger. Oh. Schon mal da. Ja, sah ein bisschen verschmort aus, aber ist nur in Plastik. Die Kontakte sind noch nicht in der Nähe. Und wenn ich richtig sehe, sind auch 4 Kontakte, wie es aussieht. Na gut, jetzt sind so Relais toll, aber allein nützen die nicht viel. Und dafür ist dann der große Karton, der hier mit dabei ist. Das sind nämlich, wie man unschwer erkennen kann, Sockel. Oh, und noch ein Relais. Okay. Sehen wir hier, das ist noch ein 24 Volt mit 250 Volt 7 Ampere. Okay. Und dann haben wir hier einmal die blauen Sockel und schwarzen Sockel. Es sind nur noch jede Menge unterschiedliche Varianten von Sockeln. Das sind dann wohl dieselben. Okay, dann sind das drei Typen von Sockel. Wir haben einmal hier diesen größeren und dann den kleinen in blau und den kleinen in schwarz. Der schwarze hat weniger Pin. Nee. Nee, das ist dasselbe Pin-Layout, würde ich behaupten. So. Ich denke, das ist dasselbe Pin-Layout. Komisch. Das hier ist die 94-Serie von Sockeln mit 7 Ampere. Das hier ist die 94-Serie auch mit 10 Ampere, aber okay. Na, whatever. Auf jeden Fall können dann hier entsprechend diese Relais in die Sockel rein. Die werden einfach dann reingesteckt und das hier passt schon mal nicht. Also, doch, das passt. Wollte gerade sagen, das war doch ein 94er. Da steht es ja auch. Wenn wir hier auf das Seitentypenschild gucken und er scharf stellt, dann steht da 94 Series Socket. Deswegen sollte das eigentlich passen. Können wir hier reindrücken. Jetzt ist drin. Und so kann das Relais dann entsprechend mit hier hinten diesem Adapter auf eine normale Hutschiene, das heißt einen Sicherungskasten, montiert werden. Und man kann die einzelnen Pins über die Schraubklemmen abgreifen. Ja, die werden irgendwann irgendwo wahrscheinlich in meiner Haussteuerung oder so Platz finden. Irgendwo. Und ja, wieder zurück in die Kiste.